Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Die Reihen sind doch eigentlich ganz gut gefüllt für diese Zeit während der Buchmesse, wo wir wirklich mit viel Konkurrenz und Veranstaltung zu tun haben. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute. Zu meiner Linken, da sitzt Lotte Lalois. Lotte ist von Reporter ohne Grenzen. Sie ist Pressereferentin dort und Expertin für Pressefreiheit. Unter anderem für den pazifischen Raum, also auch für China zuständig mit. Und nebenbei ist sie auch noch freie Politikjournalistin und schreibt für verschiedene Tageszeitungen und Magazine. Zu meiner Rechten sitzt Dominik Wu. Er ist unser Dolmetscher heute. Er flüstert also dem Liao Yiwu live etwas ins Ohr und übersetzt, was Liao Yiwu uns zu sagen hat, wenn Dominik nicht gerade dankenswerterweise für uns dolmetscht. Und wir hatten gestern schon zwei Veranstaltungen bei der Buchmesse. Promoviert er an der Universität Mainz darüber, wie man Franz Kafka am besten ins Chinesische übersetzt. Respekt. Rechts neben Dominik, Liao Yiwu, der Gast, den wir heute, also eigentlich seid ihr alle Gäste, aber wir machen die Veranstaltung dann doch größtenteils wegen Liao Yiwu und seinem neuen Roman. Ich sage gleich noch was zu der Biografie von Liao Yiwu, noch ein bisschen ausführlicher. Ganz rechts sitzt Johanna Marx. Sie wird heute aus den Buchpassagen vorlesen. Johanna ist Schauspielerin, Theaterschauspielerin und hat vor 4, 5 Jahren schon mal mit Liao Yiwu ein Theaterprojekt durchgeführt. Also sie hat die Fassung dafür geschrieben aus einem Roman, Die Kugel und das Opium. Und das wurde damals an der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin aufgeführt. Also die beiden kennen sich bereits gut. Ja. Mein Name ist Jörg Beige. Ich bin von der Themengruppe Meinungsfreiheit von Amnesty International. Wir sind der Veranstalter heute dieser Sache. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich würde gerne ein paar Worte mehr zu Liao Yiwu sagen, damit Sie eine Vorstellung haben, wer hier heute mit auf dem Podium sitzt. Liao Yiwu ist ein Schriftsteller und ursprünglich eher Lyriker, da kommen wir gleich noch zu. Er ist 1958 in China geboren, in der Provinz Sichuan, als Kind eines Lehrerpaares. Das war Ende der 50er Jahre die Zeit des sogenannten großen Sprungs nach vorn, als Mao Zedong, der damalige KP-Chef, eine Brutalo-Reform verordnet hat, die zu einer fürchterlichen Hungersnot führte. So wuchs Yiwu auch in Armut auf. Kam dazu, dass nach dem Beginn der Kulturrevolution ist sein Vater als vermeintlicher Konterrevolutionär angeklagt worden. Daraufhin ließen sich die Eltern zum Schutz der Kinder scheiden. So verbrachte er seine Kindheit. Nach der Kindheit, nach der Schulzeit, schlug er sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durchs Leben. Er war Lasterfahrer, er war Koch, er arbeitete in Restaurants. Und in der Zeit hat er angefangen, sich mit westlicher Lyrik zu beschäftigen. Hat dann schnell auch selbst Gedichte geschrieben, wurde in den 80er Jahren in China zu so etwas wie einem Hippie-Poeten, trug lange Haare, war nicht vordergründig politisch, aber aufgrund der Tatsache, dass es westlich inspirierte Lyrik war, dass er so ein Hippie-Auftreten hatte, war er durchaus auch in der Untergrundszene verhaftet, schrieb sowohl in Literaturzeitschriften als auch in Untergrundmagazinen. Sah sich in der Zeit nicht als politischer Schriftsteller, sondern wirklich als Poet. Der große Bruchpunkt kam 1989. Das war das Jahr, in dem in Peking in China die Reformbewegung, eigentlich ein Volksaufstand, blutig niedergeschlagen wurde. In einem Massaker, das auf dem Tiananmenplatz in Peking über 3000 Opfer forderte. Und Liao Yiwu hat in
irgendeiner Vorahnung wenige Stunden vorher ein Gedicht geschrieben namens Massaker. Von dem sagt man auch, er hat sozusagen in seinen Entsetzen wie in einem Schrei herausgeschrieben. Nachdem das fürchterliche Massaker tatsächlich passierte, war es klar, dass dieses Gedicht nicht veröffentlicht werden kann. Er hat Tonbandaufnahmen angefertigt und die mit der Hilfe von Freunden ins Ausland geschmuggelt. Und so erschienen diese Tonbandaufnahmen, ich glaube zuerst in kanadischen Radiostationen, das weiß ich nicht genau, jedenfalls im Ausland. Die Konsequenz können Sie sich denken, er wurde zusammen mit anderen Kulturschaffenden verhaftet und in einem politischen Prozess zu 4 Jahren Straflager verurteilt. Er verlebte die in verschiedenen chinesischen Gefängnissen, durchlitt seine schlimmste Zeit. Es ging um Todesandrohungen, es ging um Umerziehung durch Arbeit, es gab Vergewaltigung, Folter. Und nach den 4 Jahren, die entsetzlich gewesen sein müssen, hatte sich seine Familie von ihm entfremdet, seine kleine Tochter erkannte ihn nicht mehr wieder, seine Frau hat sich scheiden lassen, seine Kommune hat ihm die Aufenthaltsgenehmigung entzogen und die Wohnsitzbescheinigung und einen Job hat er auch nicht und als Schriftsteller war er verboten. So, das war die Situation, als er 1994 sozusagen aus dem Gefängnis herauskam. Was dann passierte, er hat sich wieder mit Gelegenheitsjobs einfach durchs Leben geschlagen. Er hat im Gefängnis Flöte spielen gelernt, das werden wir nachher noch hören, hier auf dieser traditionellen Xiao-Flöte. Er war also zum Teil Straßenmusiker, er war auch Koch, hat in Restaurants gearbeitet und hat in der Zeit viele Menschen kennengelernt, die in China eher am Rande der Gesellschaft, ganz unten leben. Er hat deren Geschichten aufgezeichnet, Interviews geführt und hat daraus später ein Buch gemacht, namens auf Deutsch Fräulein Hallo und der Bauernkaiser, das andere, ich sehe hier nur die Rückseite, Geschichten vom Rande der Gesellschaft, sinngemäß. Können Sie auch kaufen, wir haben vorne einen Büchertisch, apropos. Draußen, wenn Sie rauskommen, sehen Sie auf der linken Seite einen Büchertisch mit Büchern von Liao Yewu, geführt von der Buchhandlung Bergen Erlesen. Da sind wir sehr froh drum, dass die da sind. Und wir ermuntern Sie gerne, sich das anzugucken. Und wir werden auch Liao Yewu fragen, ob er nach der Veranstaltung gegebenenfalls Bücher signieren kann. Er weiß noch gar nichts davon, aber ich denke, das macht er gern. Wo war er stehen geblieben? 94. Er hat sozusagen diese Zeit nach der Entlassung genutzt, um Geschichten aufzuschreiben mit Leuten, die am Rande der Gesellschaft wohnen. Und er hat die Zeit des Gefängnisaufenthalts verarbeitet. Daraus ist ein Buch entstanden für ein Lied und 100 Lieder, inzwischen auch auf Deutsch erschienen und da können Sie lesen, wie es in chinesischen Gefängnissen zugeht. Das ist sozusagen, darüber haben Leute gesagt, es ist durchaus vergleichbar mit Solzhenitsyns Archipel Gulag. Hertha Müller hat darüber gesagt, es erinnere sie an die Schriften von Boris Pasternak, Dr. Zhivago. Also es steht wirklich in einer Tradition mit Dissidentenliteratur. Was ihm nach dem Gefängnisaufenthalt, es gibt eine sehr berührende Szene in dem Buch für ein Lied und 100 Lieder, da hat er einen alten Dichter in China getroffen, auch einen Dissidentenschriftsteller, der ihm prophezeite, du wirst nach dem, was du erlebt hast, nicht mehr Lyriker sein können, nicht mehr Gedichte schreiben können, sondern häng dieses Dichtersein an den Nagel und sei ein Chronist der Zustände in China. Werde Reportageschriftsteller. Das tat er dann auch. Also das ist seine Mission, die er jetzt auch so sieht, dass sein Wirken als Schriftsteller dazu da sein soll, um Verfolgten in China eine Stimme zu geben und die Verhältnisse im Lande aufzuzeichnen und darüber zu berichten. Es gibt sehr wenige Stimmen aus China, die ungefiltert uns die Realität hier im Westen mitteilen. Wir hören natürlich auch
größtenteils die zensierte propagandistische Version. Wer ist da schon, der uns sozusagen ungefiltert beschreibt, wie es in China zugeht? Und das übernimmt unter anderem Liao Yiwu. Und da sind wir sehr froh drum. Noch ganz kurz, und dann höre ich auf, so lange zu reden, dann ist auch mein Teil größtenteils fertig. Noch ganz kurz Überleitung zu dem neuen Buch Wuhan. Liao Yiwu ist es gelungen, 2011, also schon vor über 10 Jahren, in einer dramatischen, abenteuerlichen Flucht aus China zu fliehen, auf dem Landweg über Vietnam. Lebt inzwischen in Berlin im Exil, ist also seit über 10 Jahren Exilschriftsteller in Berlin. Er hat inzwischen hier in Deutschland wieder eine Familie, hat geheiratet, hat eine kleine Tochter. Also er lebt jetzt endlich das Leben als Schriftsteller in einem freien Lande, aber eben im Exil. Und ist weiterhin Chronist der Verhältnisse in China und hat jetzt einen Reportageroman vorgelegt über die ersten Wochen und Monate der Pandemie in China. Also sprich Ausbruch des Virus in Wuhan und was dann passierte, Lockdown und so weiter. Wir werden das gleich noch hören. Das ist sozusagen das, was er jetzt vorgelegt hat. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, ist auch gestern auf der Buchmesse vorgestellt worden. Wir waren auf der ARD-Bühne damit. Verkauft sich gut. Momentan ist er auf Lesereise, kommt gerade aus Taiwan zurück. In Taiwan ist das Buch in seiner Muttersprache auf Chinesisch erschienen. Auch sehr wichtig für ihn, auch wenn es natürlich nicht auf dem chinesischen Festland verlegt werden kann, das ist klar. Ja, da wären wir sozusagen an der Stelle, dass ich eine Eingangsfrage an Liao Yiwu richten würde und die lautet eigentlich, wie kommt das? Also wie kann man als Exilschriftsteller in Berlin sitzend, zwar mit besten Kontakten nach China, soweit man kann, aber dann doch sozusagen einen Reportageroman schreiben über den Epidemieausbruch in China. Wie geht das? Wie kam er darauf? Funktioniert? 如果是我在中国的话，可能就最起码就是在家里隔离，这是一个最好的一个结局。坏的结局可能就是直接就被抓起来，因为我在以前这就是这个四川大地震的时候，还有其他都去进行一个调查。后来我发觉就是我住在柏林是一种幸运。 因为他在武汉封城的时候，所有的记者都不能够到现场，然后包括西方记者，包括其他的，他们都根本就不能够到达武汉，然后只有就是少量的几个记者，他们后来都被抓起来了，然后我在柏林，他就是就可以成为一个全面的记者。 就可以下载很多资料，关于病毒来源，关于这些人，就是武汉人被隔离、被追查，就像当年的犹太人一样，还有很多人就是跳楼等等等等，这些就是我就是花了几十天的时间，然后下载这些资料，幸好在柏林我能够把它下载下来。 Ich würde sagen, dass ich diesmal eigentlich zum Glück, dass ich nicht in China bin. Wenn ich in China wäre, würde ich vielleicht nur im Lockdown zu Hause bleiben konnte oder sogar verhaftet wurde. Wie viele von meinen Freunden das gekannt, dass ich damals beim Sichuan-Erdbeben schon mal meine Recherche angestellt habe und viele Leute, die in China solche Recherche nach Wahrheit anstellen möchte, wurden oder würde verhaftet. Deshalb ich würde sagen, dass ich eigentlich zum Glück, dass ich in Berlin bin. Und der Grund, warum ich das Buch schreiben wollte,
Zum Teil, es gibt viele westliche Journalisten, die nach der Pandemie oder nach dem Ausbruch der Pandemie nicht nach China fahren konnten, durfte, um ihre Recherche anzustellen. Oder es gibt Journalisten, die in China einfach verhaftet wurden, weil sie einfach nach dem Ursprung der Pandemie fragen wollten. Und zwar in Berlin habe ich jede Menge Zugänge, sogar umfangreicher Zugang zu diesen Informationen vor Ort. Wie die Menschen in China verfolgt, versuchten, aus ihrem Gebäude auszutreten, verhaftet, angehört, abgehört und so weiter und so fort. Alles, was ich heruntergeladen habe, das kann ich nur in Deutschland tun. Deshalb würde ich sagen, zum Glück, dass ich in Deutschland bin. Vielen Dank. Bevor wir zum ersten Teil der Lesung kommen, da hören wir gleich was über einen Bürgerjournalisten, der ihn auch inspiriert hat zu diesem Buch. Aber bevor wir das hören, würden wir das ganz gern so ein bisschen von der Stimmung her anklingen lassen. Ich sagte schon, Liao Yiwu ist auch Musiker. Er könnte uns jetzt etwas, 3 bis 5 Minuten, auf der Xiao-Flöte spielen. Ein Instrument, das er von einem alten Mönch zunächst ist ein Kalimba-Instrument gefragt. Ich glaube, das ist die tibetische Klangschale, richtig? Okay. Kalimba ist Kalimba, Entschuldigung. dann bitteschön, wir wechseln dazu kurz die Position, damit... Nee, braucht anscheinend nicht, alles gut. Yeah.
Vielen Dank. Wie gesagt, wir kommen zu der ersten Lesepassage. Ich möchte kurz anmoderieren, worum es dabei geht. Aus dem Reportageroman, ein bisschen der Opener, das erste Kapitel. Wir hören von einem jungen Mann, der in China Journalist ist. Eigentlich so ein unpolitischer Sunnyboy, der ist TV-Moderator, nebenbei ein bisschen Influencer, macht Breakdance und Rap auf YouTube. In der Pandemie hört er von einem Kollegen, der plötzlich verschwindet. Und er kann die zensierten propagandistischen Nachrichten über das, was in Wuhan passieren soll, nicht glauben, kündigt seinen Job beim staatlichen Sender CCTV und macht sich auf eigene Faust auf nach Wuhan, um ganz naiv nachzugucken. Mietet sich ein Auto, fährt in die Nähe des Virenforschungslabors P4 in Wuhan. Da gibt es nämlich ein Labor, in dem geforscht wird an Viren. Und es gibt das Gerücht, der Ausbruch des Virus habe was mit diesem Labor zu tun. Und Car Chris, so das, der Pseudonymname dieses jungen Mannes, will das irgendwie verifizieren. Gerät natürlich in den Fokus der Behörden, wird verfolgt, das realisiert er, als er mit dem Auto da rumfährt. Plötzlich folgt ihm ein weißer SUV, er flüchtet, es gibt sozusagen eine Autoverfolgungsjagd, und schafft es bis in sein Hotelzimmer, verbarrikadiert sich dort, schließt die Tür ab. Offensichtlich Polizei, Geheimpolizei steht vor der Tür, wummert gegen die Tür. Und dann macht Car Chris das, was er kann als YouTuber, schaltet die Kamera an und überträgt live im Internet, was die nächsten 4 Stunden passiert. In den meisten der 4 Stunden ist es stockdunkel. Man hört Car Chris immer mal so ins Mikrofon flüstern. Sie sind vor der Tür, sie rufen, sie klopfen. Und darüber hat Liao Yiwu geschrieben. Der saß nämlich zu dem Zeitpunkt, als Car Chris da sozusagen darauf wartete, dass er verhaftet wird. Damit endete es. Saß er auch vor dem Computer in Berlin und hat es gesehen. Aus dieser Passage hören wir gerade ein Stück von Johanna Marx. Während sie liest, schalte ich um und ich werde Ihnen dieses YouTube-Video zumindest zu teilen zeigen. Stumm allerdings. Bitte schön, Johanna. Ja, ich würde gerne noch eine ergänzende Sache sagen. Und zwar, Liao Yiwu hat 2011 oder 2012 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Das, denke ich, ist noch wichtig zu erwähnen, weil er eben Menschen aus China eine Stimme gibt, und zwar Menschen, die es eigentlich nicht geben soll. Und so eben auch Kay Chris, der eigentlich eben nicht berichten soll und alles getan wird, dafür mundtot gemacht zu werden. Ich lese jetzt aus dem Kapitel der Draufgänger. Die innere Sicherheit, das waren Experten für Verhaftungen. Das ging bei ihnen blitzschnell. Von den beiden Bürgerjournalisten vor Kay Chris, Tian Qiuxi und Fan Bin, die über eigene Medien von der Pandemielage in Wuhan berichtet hatten, schaffte es der Erste nicht, rechtzeitig Beweise vorzulegen und war vom Erdboden verschwunden. Was seine betagte Mutter dazu verurteilte, ebenfalls Tag für Tag die Firewall zu überwinden und per Twitter Suchmeldungen zu posten. Der andere schrie gerade noch durchs Eisengitter und Eisentür: Ich habe kein Fieber, ihr müsst mich nicht isolieren, als die Tür mit einem Knall zugestoßen und der Kerl augenblicklich zu Boden gedruckt wurde. Natürlich war derart grobe Arbeit etwas unter der Würde der hochgebildeten nationalen Sicherheit, deren Stärke vor allem auf dem Gebiet von Hightech oder in der Infiltration des Feindes lag. Weshalb der Leiter der nationalen Sicherheit, als er seinem Untergebenen Ding Jian den Befehl gab, mit 2 Leuten in offiziellem Auftrag etwas zu erledigen, ihn gleichzeitig mehrfach ermahnte, auf keinen Fall einen Polizeiwagen mit dem Logo der nationalen Sicherheit zu benutzen. Ding Jian zögerte kurz, bevor er mit 2 Leuten in die Garage hinunterging und einen weißen Geländewagen fand, den er höchst selbst hinausfuhr.
Zu diesem Zeitpunkt quälte sich Kay Chris schon ein paar Stunden in seinem Auto. Sein Wasservorrat war zu Ende, ihm klebte die Zunge am Gaumen und weil es um ihn herum nichts gab, wollte er das P4-Gelände verlassen, um Wasser zu kaufen. Doch just als er mit seinem Wagen aus der Gasse bog, kam Ding Jiens Wagen in der Einbahnstraße frontal auf ihn zu. Kay Chris entkam in die Tiefgarage seines Hochhauses. Das elektrische Gatter hatte sich gerade noch hinter seinem Heck geschlossen, als der Wagen der nationalen Sicherheit eintraf. Hier war eine gehobene Wohngegend, die Tiefgarage war sehr groß. Aufgrund des strikten Lockdown-Befehls war allerdings innen seit Tagen der Strom abgestellt. Man konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Kay Chris wagte trotzdem nicht, die Scheinwerfer anzumachen und verließ sich auf sein Gedächtnis. Er war schon viele Male hier ein- und ausgefahren. Er fuhr einen großen Halbkreis und suchte zwischen den Wagen, die aufgereiht waren, wie im Winter Bienen in ihren Waben, eine Parklücke. Nach einem Augenblick völliger Dunkelheit kam die Staatssicherheit mit schwankenden Scheinwerfern. Er rutschte mit seinem Körper nach unten und hielt den Atem an. Der Wagen der Staatssicherheit kam langsam herunter. Die Scheinwerfer suchten zwischen den Parknischen, streiften auf sein Fenster, suchten aber weiter. Er glitt wie ein gespenster Schatten aus dem Auto, huschte wieselflink zum Eingang des Fahrstuhls und öffnete mit der Sensorkarte am Schlüssel die Tür. Als im Aufzug das Licht anging, kamen sie sofort angestürzt. Der nationalen Sicherheit ein paar Minuten voraus ging Kay Chris oben in seine Wohnung und verschloss die recht solide Tür. Wie eine Maus, die von den scharfen Krallen einer Katze in ihr Loch gezwungen wird, wagte er weder Licht anzumachen, noch seine rüstungsartige Schutzkleidung abzulegen. Und das, obwohl er am ganzen Körper triefend nass war. Aus einem professionellen Instinkt heraus machte er den Computer an und richtete die Kamera auf die Tür. Es war stockfinster und in dieser Finsternis, die jeden Augenblick explodieren konnte, begann sein Livestream. Bum, 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 bum. Wieder und wieder wird gegen die Tür geschlagen. Kay Chris steht eine Weile an der Tür, geht auf Zehenspitzen ans andere Ende des Raums. Bum, 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 bum. Das Hämmern an der Tür ist hartnäckig. Kay Chris geht in das mittlere Zimmer und kauert sich in die Ecke wie eine verlorene Seele. Zu dieser Zeit haben über 800 Internetnutzer aus dem Inland, die man im Netz auch Zaungäste nennt, bereits die Firewall Richtung Ausland überwunden und sich von dort aus wieder ihm und seinem dunklen Bildschirm auf YouTube zugewandt, den sie ununterbrochen kommentieren. Aber jetzt ganz allein über die wahre Lage in Wuhan zu berichten, dem schwer getroffenen Epidemiegebiet. Alle Achtung, lasst uns gut auf ihn aufpassen und ihn unterstützen. Stell das Objektiv etwas weiter. Wenn dich jemand packt, dann bekommst du ihn ins Bild. Und iss was, Brot oder so, damit du nicht schlapp machst. Sind die Kakerlaken noch vor der Tür? Die Wahrheit ist, du musst dich auf alles vorbereiten. Aber im Grunde ist es doch zumindest so, wenn du davonkommst, wirst du auf YouTube berühmt. Wenn nicht, wirst du es auch, nur in den ausländischen Medien. Schlaf erst mal eine Runde. Und dann mach dich auf ein Begeisterungsfeuer gefasst. Ich hoffe nur, du wirst auf YouTube berühmt. Das wäre gut. Gestern haben sie dich verfolgt, heute festgenommen. Was für ein Drama gibt es morgen? Ist das nicht voll krass? Zeig dich und mach was draus. Was soll denn die Schutzmaske? Wovor hast du denn Angst? Ist doch nichts passiert. Die werden höchstens mit dir reden wollen. Sag doch, Junge, ist es das wert? Hier ist so viel Abschaum.
Sicherheit ist wichtig. Hör mit der Übertragung auf. Ich bin auch von den Medien. Wenn ich nicht Frau und Kind hätte, ich wäre bei dir vielleicht. Schäme mich. Bruder, reiß dich zusammen. Bleib dir treu. Sag, was du sagen willst. Sicherheit zuerst, Bruder. Schluss mit der Übertragung. Kein Grund zur Panik. Dein Video hat keinen sensiblen Inhalt. Höchstens ein Tee bei den Bullen und sie verwarnen dich, weil du illegal über die Firewall bist. Lass dich nicht kleinkriegen, Junge. Mach, dass du wegkommst und komm nie nach China zurück. Da du eh nicht fort kannst, setz dich doch her und red mit uns. Willst du für deine Inszenierung hier irgendwo politisches Asyl? Hört mit dem zynischen Gerede auf. Die haben es jetzt nicht mehr eilig und warten auf Anweisung von oben. Außerdem schauen sie sich den Livestream sicher auch an. Sobald sie stürmen, schalten sie auf alle Fälle Internet und Strom ab. In jedem Fall wird sowieso alles kontrolliert. Wenn Strom und Internet erst abgeschaltet sind, am besten mucksmäuschenstill sein. Tianhu Shi, Fang Bing, Kay Chris. Keine Ahnung, wer als nächster isoliert wird. Wenn scharfe Kritik komplett verschwindet, dann wird sanfte Kritik in die Ohren stechen. Wenn auch sanfte Kritik nicht mehr erlaubt ist, dann wird ihnen Schweigen vorkommen wie böse Absicht. Und wenn Schweigen nicht mehr erlaubt ist, dann wird es ein Verbrechen sein, wenn Lobhudeleien nicht mit entsprechender Werf kommen. Wenn nur noch eine Stimme erlaubt ist, dann ist diese einzige Stimme Lüge. Kay Chris brauste sich schnell durch die fortlaufenden Kommentare und wurde vollkommen konfus. Dazu vibrierte sein Handy unentwegt. Er hielt es sich ans Ohr. Am anderen Ende war ein Freund aus der Gegend, der ihm geholfen hatte und inzwischen der nationalen Sicherheit in die Gehände gefallen war. Sie wissen, dass du da drin bist. Du kommst nicht weg. Mach die Tür auf. Er seufzte, drückte ihn aber nicht weg, sondern legte das Handy zur Seite. Er nahm die Maske ab, pellte sich aus der knarzenden Schutzkleidung, legte sich ein paar Minuten hin und setzte sich dann wieder vor den dunklen Bildschirm. Die Vergangenheit stieg wolkig vor ihm auf, unwillkürlich liefen ihm Tränen aus den Augen. Er wusste nicht, dass im 10.000 Meilen entfernten Berlin zum gleichen Zeitpunkt ein Exilschriftsteller namens Zhang Zhegui ebenfalls kein Auge von den dunklen Bildschirm wandte und sich, genau wie alle anderen Zaungäste, einen Kommentar nicht verkneifen konnte. Ich danke dem 1995 geborenen Kay Chris. Du bist die Zukunft Chinas. Zhang Zhegui sendete auf der einen Seite, googelte auf der anderen Seite nach Kay Chris und war überrascht. Es stellte sich heraus, dass dieser smarte Junge, Jahrgang 95, sich nach seinem Abschluss an der chinesischen Medienhochschule mit günstigem Rückenwind beim chinesischen Zentralfernsehen beworben und als Moderator der Sendung Trendscheibe und angesagter Star Follower hatte, die in die Millionen gingen. Kay Chris war ständig im ganzen Land unterwegs, hielt Ausschau nach touristischen und kulinarischen Trends, zum Beispiel Grillen in der Wüste oder auf einem Boot. Wow, ich habe zum ersten Mal einen so großen Fisch im Arm. Wow, gegrilltes Huhn mit Wassermelone. Ich probiere erst einmal die Brühe und so weiter. Zhang Zhegui hatte das Gefühl, mit so einem Draufgänger wenig anfangen zu können. Übersprang das und schaute sich an, was er nach seinem Abschied vom Zentralfernsehen gemacht hatte. TV des Ungehorsams auf YouTube. Der ganze Sinn war Ungehorsam gegenüber dem chinesischen Zentral-TV.
Die Einleitung zum ersten Vlog-Video war schlicht. Na, hallo allerseits. Mein Name ist K. Chris Lee, der erste Blogger Chinas. Das wird in Zukunft ein wichtiger Name sein. Anschließend zeigt er so einiges vor der Kamera. Rap, Breakdance, Salto rückwärts, bis zur Reise um die Welt auf einer schweren Lok. Dabei trug er eine schwarze Sonnenbrille. Hinter ihm an der Wand waren der amerikanische Sänger Bruno Mars zu sehen und ein Poster von Apple-Gründer Steve Jobs. Eine Nachricht veränderte das Leben von K. Chris. Am chinesischen Silvester verfolgte er wie hunderte Millionen andere Chinesen den seit Jahrzehnten unverändert gebliebenen Unterhaltungsabend im chinesischen Zentralfernsehen. Diesjähriges Thema war »Unser Wall fällt nie, gemeinsam gegen Pneumonie«. Dann vibrierte sein Handy. Es erreichte ihn folgende Nachricht. Die Ärzteschaft der Jing-In-Tan-Klinik hat seit einem Tag nichts mehr zu essen bekommen und bittet unseren Verein jetzt schon um Spenden. Kannst du das glauben? Ich kann es eigentlich nicht, aber was bleibt mir übrig? Ich wusste nur, dass die Ärzte keine neue Schutzkleidung mehr haben und den ganzen Tag nichts essen, weil sie Angst haben, die Schutzkleidung abzulegen. Denn wenn sie das tun, haben sie keine andere mehr. Im Augenblick hat unser Verein Kontakt zum Krankenhaus und bereitet alles dafür vor, ihn so Fertiggerichte zu schicken. Die richtige Atmosphäre für das Silvesterprogramm. Die Leute draußen können im Grunde gar nicht verstehen, wie verzweifelt die Lage in Wuhan derzeit ist. Die Kranken liegen auf dem Boden und sterben einen schnellen Tod. Behandelt werden sie nicht, weil sie mit nichts mehr hinterherkommen. Wenn man die Parolen sieht, die sie da in den Fernsehnachrichten herumposaunen, dann kommt einem das tief drin nur noch lächerlich vor. Man kann sich folglich nur noch auf sich selbst verlassen. Muss es. Ganz unwillkürlich fing K. Chris an, sich zu schämen und beschloss auf der Stelle in Wuhan dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Vielen Dank, Johanna, und auch vielen Dank für die Ergänzung. Das war ein Versäumnis von mir, dass ich vergessen hatte zu erwähnen, dass Liao Yiwu den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor ziemlich genau 10 Jahren bekommen hat. Und er hat auch den Geschwister-Scholl-Preis bekommen und ich glaube 1993 schon von Human Rights Watch den Preis für verfolgte Autoren. Wir würden gerne über das, was wir gehört haben, über dieses Phänomen Bürgerjournalismus im Internet im Folgenden reden. Bevor wir das tun, also zur eigentlichen Podiumsdiskussion kommen, möchte ich gerne noch einmal Liao Yiwu die Gelegenheit geben, die Xiao-Flöte zu spielen, die ich vorhin schon kurz erwähnte und dann wollte er erst ein anderes Instrument spielen, aber jetzt ist die Flöte dran. Vielen Dank. Thank you.
Vielen Dank. Ja, dann kommen wir zu dem Teil, den wir mal Podiumsdiskussion nennen. Wir würden gerne ein bisschen reden über das Phänomen Bürgerjournalismus, soziale Medien, überhaupt die Rolle, die das Internet spielt, sowohl bei dem Versuch, sozusagen Zensur zu umgehen, als auch wie der Staat das Internet benutzt, um zu überwachen und zu kontrollieren. Und wir reden ein bisschen dann noch mit Liaoyu darüber, was ist der Grund, dass man sozusagen die Pandemie zum Anlass nimmt, darüber zu spekulieren, und warum ist die Pandemie sozusagen inhaltlich interessant, um über Bürgerjournalismus zu reden. Als erstes an dich, Lotte, die Frage, wie funktioniert das? Also, wir haben gehört, die meisten wissen, in China gibt es die sogenannte Great Firewall. Viele Seiten sind in China gesperrt. Zum Beispiel diese YouTube-Seite, die Sie gerade gesehen haben. Man kann sozusagen dieses Verhaftungsvideo von Carl Chris immer noch im Internet sehen, aber nicht, wenn man in China lebt und aus China das Internet benutzt, es sei denn, man trifft bestimmte technische Vorkehrungen. Und wie das funktioniert und wie das der chinesische Staat versucht zu verhindern, das würden wir gerne von dir erfahren wollen. Wie machen die das? Nutzen die dann nur Algorithmen, um zu zensieren? Ist eine riesige Heerschar von Internetpolizisten im Einsatz? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Ja, das mache ich sehr gerne. Guten Morgen oder Mittag auch erstmal von mir. Kurz vorab, vielen Dank für die Einladung und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich mit Ihnen auf einem Podium sitzen darf. Ich bin 1989 geboren und habe irgendwie sehr viel Interesse und Bewunderung für diese widerständigen Journalistinnen, Bürgerjournalistinnen, und bin ja auch selber Journalistin gewesen und will das kurz vorwegschieben, dass Menschen wie Sie zu treffen mich einfach jeden Tag wieder ermutigt, meine Arbeit zu machen, auch hier als Journalistin. Bevor ich auf die technischen Fragen eingehe, würde ich auch gerne noch einmal vorwegnehmen, dass es mir wichtig ist, aufzuzeigen, dass das Problem Autoritarismus und Herrschaft ist und das ist universal. Und auch wenn ich nur ein nano-kleines bisschen nachempfinden kann, was Pressefreiheitseinschränkungen bedeuten, auch ich habe in Deutschland das schon erlebt. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den ganz schlimmen Erlebnissen, die Sie in China gemacht haben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht so ein exotisches Ding da im fernen Osten ist, sondern dass es ein Problem von Autoritarismus, gegen den wir kämpfen müssen, überall. Und genau, auch wenn ich nur so ansatzweise Polizeigewalt erlebt habe, kann ich nachempfinden und bin einfach, ja, wenn es Menschen wie Sie nicht geben würde, würde ich, glaube ich, gar nicht weiter arbeiten können. Und was mich am meisten begeistert, ist gerade in China eben auch mit wie viel technischer Raffinesse und Kreativität und Beharrlichkeit Journalistinnen, ganz normale BürgerInnen diese Zensur umgehen. Und um auf deine Frage zu antworten, die Zensur ist so ausgefuchst wie in keinem anderen Land. Also in China gibt es die Great Firewall, die im Prinzip dazu führt, das ist ein ganzes System von Abschottung, die dazu führt, dass China komplett isoliert ist von der Welt. Das umfasst zum Beispiel, dass IP-Adressen gesperrt werden und zum Beispiel 160 der 1000 weltweit meistbesuchten Websites in China überhaupt nicht zugänglich sind. Natürlich gibt es VPN, also die Möglichkeit, über einen sozusagen eine andere IP-Adresse vorzugaukeln, über dann doch auf die zensierten Seiten zuzugreifen. Aber da ist es so, dass die ausländischen VPN-Anbieter in China teilweise gar nicht verfügbar sind. Also zum Beispiel Apple hat auf Druck der Regierung irgendwie alle möglichen VPN-Anbieter aus seinem App Store rausgenommen. Also da stehen eben auch genau die westlichen Konzerne mit in der Kritik, die eben diesem Druck der Regierung nachgeben und deswegen auch ein Teil des Problems sind, dass Menschen aus China nicht mehr unbedingt zugreifen können. Die chinesischen VPN-Angebote, die es gibt, sind oft nicht sicher und nicht unbedingt hilfreich. Das ist so viel zu dem Thema auf Websites zugreifen und VPNs. Social Media Sachen, die wir kennen, WhatsApp oder Signal, sind komplett gesperrt in China. Genau, dann gibt es Medien wie zum Beispiel TikTok. Das ist eine, also Douyin, oder wie? Douyin. Das ist ein Medium, was viel genutzt wird, wissen wir alle, das komplett von der Regierung überwacht wird. Also da ist jede Information quasi bei der Regierung, die man da teilt. Und auch über die Überwachung von Gesprächen, Telefongesprächen hat ein beängstigendes Ausmaß erreicht in den letzten Jahren.
unverschlüsselte Gespräche auf dem in China sehr, sehr großen und eigentlich mit am wichtigsten sozialen Medium WeChat werden mitgehört und seit einiger Zeit sind NutzerInnen auch gezwungen, ihre Adresse und ihre Klarnamen bei der Registrierung zur Nutzung von sozialen Medien anzugeben. Und Gespräche oder die im unverschlüsselten WeChat geführt werden, werden auch ohne weiteres direkt als Beweismittel vor Gericht verwertet. TikTok, also zum Beispiel Proteste aus Hongkong, die in TikTok geteilt wurden, wurden zensiert. Gewaltfreie Inhalte der Falun Gong werden dort als Gewalt eingestuft, um sie dann löschen zu und in der Realität auch verfolgen zu können. Aber auch selbst Inhalte wie von der Tagesschau sind dort gesperrt. Und die Tagesschau ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein revolutionäres Medium, wenn auch seriös und wichtig. Also daran sieht man schon, wie weit die Zensur reicht und wie schwierig es ist, sich zu informieren. Ein anderes Beispiel, was ich noch erwähnen will in den sozialen Medien, ist der Shadowban, den es gibt. Das funktioniert so, dass NutzerInnen blockiert werden, ohne dass sie es mitgeteilt bekommen oder merken. Es hat die Konsequenz, dass andere sie nicht mehr sehen und ihre Posts und dann natürlich die Interaktionsraten, die Likes und so weiter runtergehen. Die NutzerInnen verstehen das gar nicht und werden irgendwann frustriert und das Kalkül dahinter ist, dass sie dann eben aufhören zu posten. Das ist noch so ein typisches Beispiel. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Ich kann auch, stopp mich, wenn ich aufhören soll. Ich kann auch noch die Trollarmeen nochmal erwähnen. Also auch die Kommentare, die wir da vorhin in der Lesung gehört haben, die kritisch oder negativ waren, hört auf damit und Sicherheit ist wichtig. Das wissen wir jetzt nicht, aber da könnte es sein, dass es ein sogenannter Troll aus der 50-Cent-Armee ist, die China bezahlt. Also die Regierung bezahlt 50 Yuan-Cent, das sind ungefähr 7 Euro-Cent, für jeden Post, den ein normaler Bürger oder Bürgerin macht und im Internet gegen kritische Stimmen und das Regierungsnarrativ, die Propaganda sozusagen verbreitet. Für jeden dieser Art von Posts bekommen diese Bürger, die sollen sich auch als normale Bürger darstellen, damit nicht auffällt, dass sie von der Regierung bezahlt werden, umgerechnet 7 Euro Cent. Das ist eine weitere Maßnahme. Es gibt vielleicht noch mal zu den klassischen JournalistInnen. Also es gibt zum Beispiel auch Einladungen zum Tee trinken, das sind Einschüchterungsmethoden, das klingt erstmal harmlos, aber am Ende werden JournalistInnen dabei dann eben schon sehr freundlich belehrt, dass das, und das ist eigentlich allen auch klar, dass das dann durchaus die letzte Warnung sein kann. Das ist zum Beispiel sozusagen in der Offline-Welt, also das möchte ich auch nochmal betonen, Online und Offline sind nicht zwei getrennte Sphären, sondern wenn man, also das ist ja auch hier so, wenn man im Internet Hasskommentare oder Drohungen bekommt, dann geht man auch in der Offline-Welt abends im Dunkeln mit einem anderen Gefühl nach Hause. Also das möchte ich nochmal klarstellen, dass das sehr eng zusammenhängt und nicht aufs Internet begrenzt ist, wenn auch das Internet natürlich ein enorm wichtiger Raum ist, sowohl für JournalistInnen zum Recherchieren als auch für uns als BürgerInnen, um sich zu informieren und um da nochmal auf Corona zu kommen. Also es war wahrscheinlich bei uns allen so, in Krisen, in Kriegen, in Pandemien ist natürlich das Informationsbedürfnis der Menschen nochmal sehr viel höher. Wie kann ich mich schützen? Was sind eigentlich gerade die Regeln? Und die Zugriffszahlen sind ja bei uns überall angestiegen. Aber in China ist eben durchaus eben nicht so viel Information dann durchgekommen wie bei uns, was eben einfach auch handfeste Auswirkungen auf unser Überleben oder das Überleben der Menschen auch in China dann auch haben kann. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil es ja weltweit schon auch so ist. Viele wertschätzen die Infos, bezahlen aber nicht unbedingt dafür, so für qualitativen Journalismus oder auch zur Unterstützung von Presse, sondern im Gegenteil, ne, wir haben ja auch hier diese Lügenpresse-Narrative, unter denen JournalistInnen leiden, und das wollte ich einfach nochmal am Rande, auch wenn du nicht danach gefragt hast, nochmal mit reingeben. Ich finde, dass, wenn man dann sowas hört, wird einem nochmal einfach ganz anders und man überlegt sich vielleicht auch nochmal ein Abo abzuschließen, um eine Journalistin zu unterstützen oder vielleicht auch für Amnesty oder ESF zu unterstützen, damit eben diese Arbeit weitergemacht werden kann. Soll ich noch mehr sagen zu der Technik oder möchtest du erstmal wieder? Doch, gleich noch mehr, aber eine sozusagen Einhakfrage. Wie bewusst ist, wenn man das weiß, wenn man das recherchieren kann, wie bewusst ist dem durchschnittlichen Nicht-Dissidenten in China, der ganz normale Bürger, die Bürgerin,
die Tatsache, dass sie überwacht werden und wie groß ist die, sind die Anstrengungen normaler Leute, zum Beispiel sich einen VPN-Zugang zuzulegen, in lieber Signal zu benutzen als WeChat, solche Sachen. Also sozusagen gibt es eine Form von Austricksen auch von der Gegenseite. Und wissen wir im Westen, wie verbreitet das ist? Also die Frage, wie verbreitet das bei normalen Bürgern ist, das würde ich, glaube ich, gerne an euch beide übergeben, weil ihr dann wesentlich besseren Einblick habt, Liao und Dominik vielleicht. Und dann würde ich nochmal zu den anderen Tricks, die es so gibt, gerne zurückkommen. Dann. Sehr gerne. Durch die Frage, ihr habt sie verstanden, oder? Also tun normale Leute etwas, viele normale Leute etwas, um mit technischen Tricks sozusagen die Zensur zu überwinden?在我逃出中国之前，那个时候，中国政府就在实行一个叫天网工程，但是当时的天网工程是互相就是隔离开的，就是说一个区域和另外一个区域，他们就在实现一种那个技术上，大概可不可能。后来他们的确是从西方引进了这个技术，然后经历了天网工程，然后在新疆进行了大面积的，算是他们的一个实验。当然，关于新疆有大量的报道，这个就是属于最开始实行那个人脸识别和那个大规模的跟踪，然后这个是从新疆开始的。新疆开始，它就是对那个1200多万就是维吾尔人和160多万平方公里的这么一个土地，要实现监控的话，这个是共产党他是办到了。这是我认为自从那个人类有历史以来，这是他们取得的最大的一个成就。Vor meiner Flucht nach Deutschland habe ich in China damals schon bewusst, dass es gab ein Projekt, heißt Skynet in China. Damals war dieses Skynet-Projekt eigentlich regional unabhängig voneinander. Späterhin wurde alles zusammen verbunden und ein großes Projekt überall in China praktiziert wird. Und späterhin hat die chinesische Regierung auch unterschiedliche Technologien für Internet, für diese Überwachungstechnologie aus dem Westen importiert. Und diese Technologien haben sie zuerst in Xinjiang praktiziert. Zum Beispiel das weltbekannte Erkennungstechnik heutzutage, die man in China sehen kann, das war ursprünglich zuerst in Xinjiang verwendet. 12 Millionen Leute in Xinjiang wurde damals durch diese Gesichtserkennungstechnologie überwacht. Und zwar im Lande größer als 16 Millionen Quadratkilometer haben die chinesische Regierungen, die Vorortregierungen und auch die Regierung in Peking das geschafft. Das war ein großer Erfolg für die Regierung. Und diese Gesichtserkennungstechnologie ist heutzutage in China überall zu sehen. Also, 奴役人民的一个经验推向了全国，全国然后到达现在，他们已经是非常成熟了，就是成为一个高于法律的法律，每个人必须要接受就是监控，无论你如果你不愿意接受监控的话，你就有可能被隔离。比如说他就发明了健康码。每一个人的手机上都必须要安装这个健康码。
每一天都在接受那个核酸检查。 然后你就可以在街上走，然后你也可以去拜访你的朋友。但是如果说你没有这样的话，你那个绿码这个健康码，你就会自动的变黄，然后你的行动就会受到某种限制。然后街上的那个，如果是你遇上 警察这个防疫的人员就会劝告你，然后你就回去。然后下一步就是红码，红码就可以把你给抓起来，把你送给那个隔离。所以现在中国人他就是以这个防止病毒的这么一个理由，让每一个中国人不管你愿不愿意，你都必须要接受。现在就是 Durch diese Art Technologie hat die chinesische Regierung die Kosten für Überwachung eigentlich viel weniger bezahlen sollten. Mit dieser Technologie muss man wenig bezahlen, um mehrere Menschen zu überwachen. Das habe ich auch in meinem Buch Wuhan geschrieben. Heutzutage, das ist eine reife Technik in China, das ist eigentlich überall zu sehen. Jeder muss sich überwachen lassen, auf der Straße, zu Hause, auf Internet ist überall diese Überwachung zu sehen. Man merkt vielleicht nicht. Zum Beispiel während der Pandemie gibt es in China ein sogenannter Health Code, Gesundheitscode. Jeder muss in eigenem Handy oder Gerät installieren, damit man täglich diese Nukleinsäure-Test machen und bekommt man ein rot, gelb oder grüner Code. Nur mit grünem Code darf man draußen gehen oder zur Arbeit fahren. Wenn man nicht jeden Tag diese Nukleinsäure-Test machen, wird die Gesundheitscode sofort zu gelb wechseln. Wenn man gelb hat, wird die ganze Bewegung beschränkt. Man würde dann gefoltert, diese Nukleinsäure-Test zu machen, damit man grüne Code bekommen, um zur Arbeit zu fahren. Schlimmsten Fall wäre, wenn die Code rot wird. Rot bedeutet, dass man nicht jeden Tag diese Test machen oder man ist positiv getestet. Dann wird die ganze Bewegung beschränkt. Man wird vielleicht sofort zu Hause eingesperrt oder im Laden oder sogar in der Firma sofort eingesperrt wird. Das finde ich viel schlimmer, als George Orwell in seinem Roman 1984 geschrieben haben. Und das ist heutzutage die Realität in China. Vielen Dank. Lotte, du wolltest uns kurz noch was zur Technik schildern. Ich bitte um Entschuldigung, eine kurze Beschreibung. Wir hängen schon ein bisschen in der Zeit und ich würde Sie schon mal gerne darauf vorbereiten, wir werden etwas überziehen. Wir können längstens bis 14 Uhr machen. Wir werden wohl da nahe rankommen. Aber ich finde, es ist interessant. Ich möchte das an der Stelle nicht abbrechen. Und wir haben auch noch eine zweite Lesepassage und es kommt auch noch mal Musik. Ja, danke, dass du diese Corona-Codes erwähnt hast. Das ist ein super Beispiel, das ich direkt aufgreifen möchte. Unsere Reporter ohne Grenzen-Stipendiatin Jane Lee hat mir das auch schon erzählt. Und das ist, hat auch eine direkte Konsequenz auch für Widerstand und Protest. Also es gibt zum Beispiel einen Bankenskandal in der Provinz Henan. Und da wollten Menschen protestieren und hinfahren, was offensichtlich den Behörden nicht entgangen ist. Und daraufhin wurden die Codes in ihren Corona-Apps manipuliert. Also obwohl sie nicht positiv waren, obwohl sie kein Corona hatten, wurden die Apps auf rot geschaltet, was eben bedeutet, sie können das Haus nicht verlassen und an dem Protest nicht teilnehmen. Also das ist eine, auch wo man wieder sieht, wie Internet, also in online, offline sehr eng zusammenhängt, sodass dieser Protest eben verhindert wurde durch digitale Maßnahmen.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Ein ganz aktuelles Beispiel für Protest, was wir sehen, war jetzt beim 20. Parteitag an der Citronbrücke. Vielleicht kannst du es nochmal richtig aussprechen, Dominik. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann leider nicht so gut aussprechen. Citronbrücke. Also das war ein wirklich ganz aktuelles Beispiel für Protest, wo wirklich jemand einfach einen Banner an eine Brücke gehängt hat, haben sie vielleicht schon mitbekommen, und dann auch Mülltonnen oder so angezündet hat. Es hat gebrannt. Das ist wahnsinnig mutig und es ist eigentlich ein Wunder, wie das möglich ist, weil auf der Straße überall Polizei ist. Also wie der Mensch das überhaupt geschafft hat, das aufzuhängen. Und das hat sich rasend in Social Media verbreitet, zumindest in denen, auf die wir hier zugreifen können oder meine Kollegin auch im Taiwan-Büro von RSF. Das war zum Beispiel ein großer Erfolg von Protest. Und weil ich ehrlich gesagt die Botschaft auch sehr schön fand, würde ich die gerne vorlesen, wenn ich sie jetzt rechtzeitig finde. Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keinen Lockdown. Wir wollen Bürger sein und keine Sklaven. Und stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping. Ja. Also ein Medienbericht, aus dem ich darüber gehört habe, ist zum Beispiel von meinem Kollegen Fabian Kretschmer, der ist Journalist in China. Und der wurde, nachdem er sich das dort angeschaut hat an der Brücke, sofort von der Polizei angehalten und sein Presseausweis wurde einkassiert. Und nur so als kleines Beispiel aus der letzten Woche. Anderes Beispiel für Widerstand und Protest, auch sehr bewundernswert, der Arzt Li Wenliang, der als erstes sozusagen über Corona berichtet hat und dann leider später eben gestorben ist. Hat also nach seinem Tod und es hat sich einfach eine wahnsinnige große Zahl an Menschen getraut, online trotz der Zensur und allem diesen Hashtag zu teilen. Wir wollen Meinungsfreiheit. Vielleicht kannst du es nochmal auf Chinesisch sagen. Genau, und das ist so über 2 Millionen Mal genutzt wurde, dieses Hashtag. Das ist schon sehr beeindruckend angesichts der Zustände. Noch 2, 3 andere lustige Beispiele auch. Also was wirklich mich so beeindruckt, diese Kreativität, sind, was genutzt wird, sind Homophone. Also es gibt Wortfilter, das heißt, wenn Menschen in sozialen Medien, im Internet irgendwelche Wörter verwenden, die der Regierung nicht gefallen, Terrorismus oder was weiß ich, dann oder auch MeToo, also die feministische Bewegung, dann werden die halt einfach die Beiträge gelöscht, aber kreativerweise werden dann eben einfach Homophone verwendet, also Wörter, die genauso klingen, aber eine andere Bedeutung haben. Also bei MeToo wäre das Beispiel Reishase. Vielleicht kannst du es nochmal aussprechen. Kennst du nicht? Ja, genau. Also, oder das, nehmen wir das Beispiel. Das andere Beispiel ist Flusskrebs. Ein unverfängliches Wort, was die chinesischen Behörden nicht zensieren, aber alle wissen, es klingt eben genauso. Also Harmonie heißt Hexie. Und Flusskrebs heißt Rexie. Genau, und Harmonie ist natürlich eine Anspielung an ein politisches Projekt und jeder weiß sofort, dass es eigentlich um was Politisches geht, aber dieser Flusskrebsbegriff wird eben nicht in den Wortfiltern erfasst und gesperrt. Das sind, finde ich, wahnsinnig kreative Maßnahmen und ich bin davon sehr beeindruckt, aber ich möchte auch nochmal die Kollegen von Amnesty zitieren, die zu China auch gesagt haben, stellen wir uns mal vor, wenn diese ganzen vielen mutigen, widerständigen Menschen mit diesen vielen kreativen Ideen ihre Energie für etwas anderes nutzen könnten, statt einfach nur die tägliche Grundlage zu schaffen, um überhaupt Infos zu verbreiten. Wo würden wir dann leben? Was wäre dann? Und wäre das nicht sehr viel schöner? Das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Wenn ihr noch mehr Beispiele hören wollt, Reporter ohne Grenzen unterstützt auch, indem es Webseiten spiegelt. Im Projekt Collateral Freedom könnt ihr auf unsere Website gehen. Die NGO Great Fire ist auch wunderbar. Die empfehle ich euch sehr anzuschauen. Deren Arbeit ist sehr, sehr hilfreich. Ja, also man kann da endlos weiterreden, aber ich glaube, es wird hoffentlich einen kleinen Einblick gegeben haben zu können und bei Fragen gerne später noch. Vielen, vielen Dank. Ja, wir kommen noch dazu, Fragen zu beantworten. Ich möchte an der Stelle, wir reden so viel über Überwachungsmethoden in der Pandemie, über Wuhan, das Virus. Ich möchte gerne Liao Yiwu nochmal die Gelegenheit geben, zu sagen, was er über den Pandemieausbruch denkt.
Denn es gibt sozusagen zwei wissenschaftliche Meinungen. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist der Meinung, das Virus ist ausgebrochen über eine Zoonose, ist auf dem Wildtiermarkt von Wuhan vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Wir hören, es gibt andere Leute, die zumindest der Spur hinterher oder sagen, wir müssen ja mal zumindest nachgucken, ob das was mit dem Virenforschungslabor in Wuhan zu tun hat, die dem auf der Spur sind. Wir sind bei Amnesty der Meinung, nicht nur wir, sondern freie Meinungsäußerung ist freie Meinungsäußerung. Man darf sozusagen alles denken und glauben. Und natürlich, wenn man sozusagen ein Narrativ staatlich zensiert und unterbindet und die Wörter löscht etc., dann verbreitet sich die Vermutung nur umso mehr. Aber trotzdem, ich möchte sozusagen Liang Yihu fragen, was denkt er, wie ist das Virus in die Welt gekommen? ，2020年1月23号、3日封城之后，我当时就有一种预感，就是我首先就是上了，中国的官方网站，就是武汉病毒所的那个网站。那个病毒其实它的来源它是非常的清楚，因为它有官方的记录，就是先是在云南他们发现了一个巨大的蝙蝠的溶洞，然后一个叫石振利的科学家带领他的团队，就把这个溶洞里面的病毒标本采集，然后带回了武汉，存放在那个实验室，然后对这个病毒进行了很多实验，就是说把它病毒的开关，通常它就是体温降下了这个病毒的体温，然后把这个它所谓的开关打开，就通向人体的开关。那么这个它是得了国家的大奖，就是湖北省的科技一等奖。Am 23. Januar im Jahr 2020 wurde die große Stadt Wuhan abgeriegelt. Nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich sofort diesen Instinkt in mir, dass ich muss Informationen auf Netz recherchieren und herunterladen. Da habe ich die Webseite von dem Institut für Virologie in Wuhan besucht. Darauf gab es da jede Menge Beweise über woher oder wie Virus am Menschen oder auf menschliche Körper anstecken konnte. Die Leiterin von diesem P4-Labor in Wuhan heißt Shi Zhenli. Sie hat ein Team aufgebildet, die zusammen in Yunnan in Kasshöhle jede Menge Fledermäuse gefunden. Und von diesen Fledermäusen haben sie Virenprobe zurück nach Wuhan mitgebracht. Und in Wuhan, in diesem P4-Labor, haben sie auch unterschiedliche Experimente gemacht, wie man das Virus aus Fledermäusen und in ein Zwischenwirt plantieren, damit man die Temperatur von diesem Zwischenwirt senken konnte und weiterhin auf menschliche Körper anstecken lassen. Und sie haben erfolgreich gemacht. Und diese Informationen konnte man damals noch auf ihrer Webseite sehen. Shi Zhenli hat sogar dafür einen nationalen Preis gewonnen. 至于这个病毒是怎么样从那个实验室，然后跑到这个武汉，跑到了其他地方，这个是因为这个说实在话我不是太清楚，因为这个就是没有什么记载，但是就是我唯一能够就证明的，所有去调查这件事情，调查它怎么样跑到社会上的公民记者，他就像我写了克里斯，写了张展，他们都被抓了，然后所有在网上讨论过的这些人后来都失踪了，都不敢说话，然后我也不知道他们怎么样了。
wie das Virus von dem P4-Labor in Wuhan ausgetreten ist, ob er tatsächlich aus dem P4-Labor in Wuhan ausgetreten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, man sollte nachfragen dürfen. Und heutzutage, es gibt keine Daten mehr, keine Beweise in China zu sehen oder gar auf Netz zu finden. Was ich bestätigen kann, ist, dass, wie zum Beispiel gerade in diesem Video, in der Geschichte dieser Bürgerjournalisten, jeder oder jede Bürgerjournalistin, die gerne den Ursprung des Virus in Wuhan Fragen stellen oder Recherche anzustellen, die sind alle verhaftet. Das ist die einzige, die ich bestätigen kann. Ich möchte noch sagen, 很多城市被封闭，他们知道这个已经是一个烈性病毒，这个就是他们也那个就是李文亮啦，八位医生的那些散布的所谓的谣言，他们认为是谣言，后来全都被证实，但是这个时候，他们的对世界各地的航班全是开放的。 然后他们的人民日报没有一个字提到这个封城病毒这些东西，所以说就是他们持续开放了大概是两三个星期，就是从中国跑出去的旅客大概有个几十万，后来就传染了这个事件，就是造成了就是说那个联合国卫生组织，它有一个统计，就是说两年当中。 有1490万，就1490万，是不是？就是的人因为这个而死去，但是这个不包括中国的统计数字。 Ich möchte besonders noch einen Punkt erwähnen. Nach dem Lockdown in Wuhan. Damals wussten die Regierung in China, sogar auch die Leute in China, schon, wie schlimm die Situation damals in China war. Die Pandemie hat nicht nur die Chinesen heimgesucht, sondern auch viele Toten in China damals schon verursacht. Wie gerade haben wir schon über den Arzt Li Wenliang erwähnt. Li Wenliang hat diese Nachrichten über ein unbekanntes Virus auf Netz verbreitet, zusammen mit allen anderen 8 Ärzten in China. Diese Ärzte sind späterhin verschwunden oder verhaftet und damals wurden diese Nachrichten als Gerüchte definiert. Späterhin sind alle bestätigt, dass was sie gepostet haben, was sie veröffentlicht haben, tatsächlich wahr ist. Und damals in China gab es auch keine Nachrichten in Zeitungen. Diese Virus, die Epidemie, diese Regionalepidemie damals, wurden auch nicht in chinesischen Zeitungen erwähnt. Und zwar, trotz dieser schlimmen Situation, trotz dieser schlimmen Epidemie in China, ließ die chinesische Regierung ihre Grenze offen. Und Hunderttausende Chinesen haben damals nach außen gereist, mit Flugzeugen, mit Zügen und so weiter und so fort. Und 2 Jahre später, nach dem Bericht von WHO, wurden schon 14 Millionen Toten von der Pandemie verursacht. Das ist nur die Anzahl außerhalb China. 对，但是现在这个是没有什么真相。 当我2020年写这个的时候，就是当时我就也问了他们在北京的，就《纽约时报》的记者，他们说他们根本就出不了门，就是那个，因为他要出门的话，他们就有一个量体温的枪对准他们。
然后明明他没有发烧，他说你已经发烧了，你就不能到那个地方去。后来他们赶走了所有的想到武汉的这么一个外国记者，就那一年，所以说那是一个没有真相的年头。我觉得那一年是人类历史上最黑暗的一年。我就是，作为一个作家，我非常的骄傲。 Für das Buch, für Schreiben, das Buch habe ich im Jahr 2020 Journalisten, Korrespondent von New York Times in Peking Kontakt gemacht und sie haben mir berichtet, dass sie durften damals eigentlich nicht rausgehen, weil wer versucht rauszugehen, würde sofort von diesen Testleuten Körpertemperatur messen möchte und die messen gar nicht unsere Temperatur, sondern sie sagen einfach, sie richten uns auf mit einem Gerät und sagen einfach, dass wir Fieber hatten und wir dürfen einfach zu Hause bleiben, nicht rausgehen. Deshalb konnte sie auch nicht so viel Informationen außerhalb ihrer Wohnungen sammeln. Ich würde sagen, viele dieser ausländischen Journalisten, die konnten Recherche nicht anzustellen, sie konnten nicht nach dem Ursprung des Virus fragen und viele von ihnen wurden damals auch ausgewiesen. Ich würde sagen, das ist die dunkle Zeit der Menschheit, nicht nur in China, sondern für die ganze Welt. Und ich bin stolz darauf, dass ich das Buch fertig geschrieben habe. Da Liao auch dankenswerterweise nochmal über die Verhaftungen gesprochen hat, wollte ich einfach darauf verweisen, dass gerade mit dem Ausbruch der Pandemie sowohl BürgerjournalistInnen als auch professionelle JournalistInnen in großer Zahl verhaftet wurden. Und in China ist das Nummer 1 Land weltweit als Gefängnis für Journalisten. Da sitzen 116 JournalistInnen im Moment aktuell, von denen wir wissen, im Gefängnis. Und viele von ihnen sind wirklich in lebensbedrohlicher Lage. Ich möchte wenigstens unsere RSF-Preisträgerin Chan Chen erwähnen, die bestimmt auch viele kennen, weil sie eben großartige Arbeit gemacht hat, über den Ausbruch von Covid zu berichten. Und sie hat einen Hungerstreik angefangen, sie wurde mit Zwangssonden ernährt und also sie ist immer noch am Leben. Und ich möchte sie einfach einmal erwähnen, wir haben eine ganz lange Liste an Menschen, die bedroht sind, im Gefängnis zu sterben. Also das muss man sich, glaube ich, auch nochmal bewusst machen, dass das auch schwierig ist, wenn man da von hier aus kaum noch was machen kann, aber ja, also was man eben machen kann, ist, glaube ich, tatsächlich eben diejenigen, die es schaffen, noch was zu schreiben, das zu lesen und das zu unterstützen. Dafür würde ich einfach gerne nochmal appellieren. Und auch die widerständigen Medien, die es immer noch schaffen, halbwegs unabhängig zu berichten. Wir haben da auch eine ganze Liste auf unserer Website. Möchte ich nur einmal kurz erwähnen. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber Wei Chuan Wang. Oder die Hong Kong Free Press oder es gibt einfach eine ganze Liste an Nachrichten, die dieser Zensur täglich trotzen und an mutigen Leuten, also denen auch zu folgen, die zu lesen, das wollte ich noch einmal sagen. Und China ist auf Platz 175 von 180 Ländern in der Rangliste der Pressefreiheit weltweit. Das ist vielleicht nochmal so als Abschluss zur Einordnung. Vielen Dank. Der Eindringling Kay Chris wird kontrolliert und gejagt und ist jäh spurlos verschwunden. Anderthalb Monate später erreicht ein weiterer Eindringling namens Chang Chen das andere Ufer. Am 23. Januar 2020, am Vorabend des traditionellen Frühlingsfests, war Chang Chen einer von vier Bürgerjournalisten, die nach der ins Werk gesetzten militärischen Abschottung von Wuhan, der größten Stadt in Mittelchina, unerlaubt in das Ausgangsgebiet des hochinfektiösen Virus eingedrungen waren. Die anderen waren Fang Bing, Chen Qiuxi und Kay Chris. Sie wurden zu Hausarrest verurteilt und sind dann auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Chang Chen, die vierte im Bunde, zeigte als Bürgerjournalistin die größte Entschlossenheit. Als sie zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit auf sich zog, war sie mutterseelenallein
und ohne jede Schutzausrüstung zu dem Ort unterwegs, an dem, wie man sich erzählte, der Ursprung des Virus lag. Dem der Chinesischen Akademie der Wissenschaften unterstellten P4-Labor des Virusforschungsinstituts von Wuhan. Sie hatte keine Möglichkeit, auf das Gelände zu kommen, also ging sie bei ihrem Bericht in einem großen Bogen um die Umgrenzungsmauer des P4-Labors herum, wagte aber nicht, irgendwelche Behauptungen aufzustellen und sagte nur, hier in einem eckigen und in einem runden Gebäude liegt womöglich auch der Ursprung des Virus. Am Ende dauerte es nicht lange und sie wurde verhaftet. Chang Chen war sich keiner Schuld bewusst. Sie hielt es für die Pflicht und Aufgabe jedes Bürgers, die Wahrheit herauszufinden. Nur mit der Wahrheit und mit der Aufklärung von Gerüchten, nur mit der Wahrheit und mit der Aufklärung von Gerüchten könne man dem Virus wissenschaftlich beikommen, Fehler ausräumen und verhindern, dass das Virus sich weiter auf der ganzen Welt verbreitet. Unter Umständen, die ihr selbst nicht ganz erklärlich waren, war sie zu einem neuen Liu Xiaobo geworden, dem Friedensnobelpreisträger von 2010, der von sich selbst gesagt hatte, ich habe keine Feinde, selbst aber einer der gefährlichsten Feinde der kommunistischen Diktatur war. Wenn man sich für die Wahrheit interessiert und sich unbeirrt auf die Suche macht, wird man zum gefährlichsten Feind der kommunistischen Diktatur. Deshalb wurde sie klammheimlich verhaftet und hat in diesem Menschheitsunglück, zu dem das Virus aus Wuhan geführt hat, den höchsten Preis bezahlt. Von ihrer Verhaftung bis zu ihrer Verurteilung vergingen 7,5 Monate. Und da sie sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, wurde sie misshandelt und gefoltert. Von einem langen Hungerstreik geschwächt, konnte sie ihr Urteil nicht im Stehen entgegennehmen. Sie saß, die Hände auf dem Rücken gefesselt, im Rollstuhl. Wie Dutzende der größten Städte Chinas war auch ihr Mund Lockdown. Aber ihre Mimik und die Bewegung ihrer Gliedmaßen haben weiter deutlich gemacht, dass sie niemals klein beigeben würde. Sie wurde vom zuständigen Gericht zu 4 Jahren Haft verurteilt. Sie hätte Rechtsmittel einlegen können, für sie aber war dieses Gericht die gleiche Farce, der gleiche ausgemachte Schwindel wie in Kafkas Roman Der Prozess. Sie ging in Hungerstreik. Gut 2 Monate später wurde sie zur Umerziehung durch Arbeit zum Strafvollzug nach Shanghai verlegt. Ihr Hungerstreik ging weiter, sie war völlig abgemagert und ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Menschenrechtsorganisationen im In- und Ausland schrieben Appelle aus Sorge, sie könne im Gefängnis sterben. Doch wenn man ein Regime vor sich hat, das kalt ist bis ans Herz, ist eine Drohung mit dem eigenen Tod nutzlos. Für Chang Chen war das allerdings nicht wichtig. Wichtig war, dass sie den Kopf nicht beugte. Wo jeder Gedanke an Zivilcourage und jede entsprechende Handlung als Verbrechen gilt, blieb ihr nichts anderes als Selbstverstümmelung, Hungerstreik und Freitod, um zu zeigen, dass das Verlangen des Menschen nach Wahrheit seine Bestimmung ist. Bestimmung. Das hätte man im alten China gesagt. Im Westen heißt das Natur des Menschen oder Menschsein. Chang Chens Mut und Standhaftigkeit erwachsen aus einer Minimalforderung an Menschlichkeit. Wenn du aus Feigheit oder Angst vor diesem Menschsein Augen und Ohren verschließt, dann bedenke, dass du als Mensch geboren bist und nicht als Hund, der vor Mördern jaulend den Schwanz einzieht. Was kann ich über einen sehr begrenzten Appell und meine Aufzeichnung hinaus tun? Aus Beckets unsterblichem Drama Warten auf Godot ist jetzt und hier ein Warten auf den Todgott geworden. Millionen chinesische Internetnutzer, die das Schicksal von Chang Chen verfolgen, wissen, Godot oder der Todgott, am Ende wird er erscheinen. Nur weiß keiner wann und wo.
vielleicht in einer Zelle, vielleicht wie bei Liu Xiaobo, während einer dem gesetzgemäßen Krankenhausbehandlung außerhalb des Gefängnisses, aber doch immer noch in Gefangenschaft. Während wir auf die Nachricht von ihrem Tod warten, sind uns die Hände gebunden. Chang Chen hat über Wuhan 122 Videos auf unabhängigen sozialen Medien gepostet. Kay Chris 4. Gemeinsam ist diesen Draufgängern, dass sie das P4-Labor zu ergründen versuchten. Chang Chens längstes Video dauert 21 Minuten und 46 Sekunden. Es ist vom 27. April 2020 und sie hat es unter dem Titel Besuch beim geheimnisvollen virologischen Forschungsinstitut von Wuhan. Hat der Ursprung des Virus mit diesem Ort zu tun? Höchstpersönlich auf YouTube hochgeladen. 17 Tage später wurde sie von der Shanghaier Polizei verhaftet. Die Straftat: Unruhestiftung. Dankeschön, wir haben eine erste Wortmeldung. Ich würde, je nachdem, wie sich das entwickelt, Fragen sammeln oder wollen wir Frage-Antwort? Wahrscheinlich ist Frage-Antwort direkt einfacher wegen des Dolmetschens. Dann machen wir das so. Stellen Sie doch bitte Ihre Frage. Sie sind ja gerade schon aufgestanden. Vielleicht wollen Sie Ihren Namen dazu sagen, aber das ist keine Pflicht. Und dann und richten Sie am besten eine Frage an einen von den Leuten auf dem Podium. Ich habe aber zwei Fragen. Gerne. Okay, meine erste Frage geht eigentlich an Sie direkt. Und was bringt die Petition an die chinesische Botschaft zu schicken? Also, ich weiß nicht warum. Also es ist nicht in Deutschland. In Deutschland bringen wir solche Petitionen, aber was bringt es an die chinesische Botschaft zu schicken? Und dann habe ich eine Frage an Herrn Liao. Und ich komme aus derselben Provinz wie er. Daher würde ich zuerst die Frage auf unser Dialekt an ihm stellen und würde es dann nochmal auf Deutsch sagen, wenn es geht. 老先生你好，我是四川人，我来这边是这边的还是杭县，一共父母是一辈的人，然后我想晓得，我想问的事情，可能跟作为一个政治作家没有太大的关系，但是跟作为作家有关系，因为你写是写诗的嘛，诗很多有嘴肉，有点灵魂，然后我觉得，你看到的关于各种各样危害的这些东西。 还有你之前自己经过的那么多的苦难，然后把他们写出来，我想晓得，不是作为一个政治作家来问你这个问题，我想晓得你作为一个人怎么活下来的。我把它翻译成德语，跟这儿的那个听众听一下，然后再回答嘛。also ich wollte Herrn Liao fragen. Herr Liao, ich komme auch aus derselben Provinz wie Sie. Ich bin hier in Deutschland etwas länger als Sie. Wir sind Generation meiner Eltern. Die Frage, die ich stellen wollte, hat was mit Schreiben zu tun. Und Sie haben sehr viel Leiden erlebt in Ihrem Leben. Sie haben auch sehr viel Leiden gesehen, was in China passiert. Ein Schriftsteller zu sein, muss man ja auch einfühlen können. Und man muss nicht nur zusehen, sondern auch tatsächlich ihnen die ganzen Schmerzen anfühlen. Die Lyriker haben eigentlich die sanftesten Seelen und ich wollte gerne wissen, wie sie mit den ganzen Schmerzen überhaupt leben können. Danke. Ich beantworte ganz kurz Ihre erste Frage an Amnesty. Ich habe das so verstanden, dass Sie sich fragen, warum wir es nicht direkt nach China an die Regierung schicken oder warum an die Botschaft. Warum überhaupt Petition? Okay, das kann man beantworten. Das ist aber eine lange Geschichte. Das ist sozusagen, wir wissen, wir haben sozusagen wirklich Erfolgsquoten darüber, dass diese Methode Shaming, also die Diktatoren darauf aufmerksam machen, dass ihre Menschenrechtsverstöße nicht unbeobachtet bleiben. Das wirkt. Natürlich würde noch anders wirken, Sanktionen oder was auch immer. Aber das ist die Methode, die eine Graswurzelbewegung wie Amnesty zur Verfügung hat.
denen die Menschenrechtsverletzungen begehen, sie merken lassen, wissen lassen, es ist nicht unbeobachtet und es gibt nur sehr wenige Länder auf der Welt, denen es ganz egal sein kann, welches ihre Reputation in anderen Ländern der Welt ist, insbesondere in der Bevölkerung in der Welt. Da gehört vielleicht Nordkorea dazu, denen alles egal ist. Aber China ist noch nicht alles egal. Es gibt wirtschaftliche Verflechtungen, es gibt immer noch irgendwie kulturellen Austausch etc. Aber natürlich können wir in den Fällen oder in einem Fall nicht sagen, wir haben mit 30% Anteil dazu beigetragen, dass jemand freigelassen wird. Diese Evidenz werden wir nie bringen können. Ich war in der Gefängnis, 94年出的监狱，然后那个全国人民都要去挣钱去了，响应邓小平的号召，那么就是我就成为一个很不光彩的一个政治犯。那么如果说你自己不写下来，那么就要被别人遗忘，就是所以说你就只有自己把这个东西写出来。这是第一层阴影，就是遗忘更自己受了苦，然后被遗忘，这个是本来是很可怕的一个事情。第二个事情就是说，那个写作是一个自我治疗的这么一个手段，就是那个，写作可以不仅可以治疗别人的创伤，你最主要是，你能够就是说治疗自己的。监狱给你带来的那种创痛，这个就是直到今天为止，直到写武汉为止，我都是就说那个就是，我觉得就是就主要就是一种自我治疗。Yeah. Nach meiner Entlassung aus Gefängnis im Jahr 1994 habe ich gewusst, dass die Welt, dass China, das ich kannte, schon groß verändert. Das war die Zeit von Deng Xiaoping und alle wollten damals einfach Geld verdienen. Das Schreiben bedeutet für mich wichtig, weil ich möchte meine Geschichte nicht vergessen oder sozusagen die Geschichte von mir nicht vergessen werden. Deshalb würde ich sagen, das Schreiben bedeutet für mich wichtig, weil ich habe diese Erfahrungen im Gefängnis, ich bin gefoltert im Gefängnis und wenn alle dies sofort vergessen wird, was lebt für mich mein Leben? Und zweitens, das Schreiben bedeutet für mich so wie ein Heilungsprozess, das ist ein großer Trost für meinen Folter, für mein Leben, für meine Erfahrungen im Gefängnis. Und dieser Heilungsprozess gilt nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Deshalb schreibe ich über meine Geschichte im Gefängnis sehr gerne, weil das ist für mich sehr wichtig, dass ich nicht vergessen werde. Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Müsste mal auf den unteren Knopf drücken, wenn es grün leuchtet, dann ist das Mikro wieder an. Sonst gebe ich ihn schnell. 1, 2, 3. Ah, jetzt. Okay. Vielleicht ein bisschen ein etwas anderer Aspekt, aber mich würde interessieren, was Herr Yiwu davon hält, dass Deutschland sich nach wie vor wirtschaftlich sehr in die Abhängigkeit von China begibt, trotz aller Erfahrungen mit Russland und der Energie. Letztes Beispiel, der Hamburger Hafen und die chinesischen Bemühungen dort massiv zu investieren. Zuerst, ich denke, dass Scholz, der Präsident, ein sehr
就是我记得我在武汉里面就曾经写了一件事，就是四月份的时候，就是默克尔总理刚刚就是宣布，德国的5G 工程不能够把中国排除在外，结果第二天他的私人医生就感染了，感染了，然后默克尔总理因此而隔离了14天，然后跟着就是然后英国的那个首相那个约翰逊，然后他也感染了，进了重症监护室。然后就说这个才2年，难道他这一切他都忘了吗？我觉得他这个建这个汉堡港是非常的不明智，哪怕就是作为一个不是一个政治倾向很就是这么一个总理的话，我觉得就是一个是他的健忘，第二个是他就说他认为这个生意就说那个难道这么沉重的那个教训他都就全都忘了吗？我觉得第一就是如果有这个可能的话，我觉得应该送他一本就是德文版的武汉，然后再透过他送，如果他一定要去访问的话，再通过他送一本中文的武汉给习近平，看这两个健忘的人他们有什么想法，就说。Zuerst, ich wundere mich, ob Bundeskanzler Scholz sehr leicht vergisst. Ich erinnere mich noch daran, als Merkel erklärt, dass die 5G-Technologie in Deutschland China nicht ausschließen sollte. An dem zweiten Tag wurde Merkels Privatarzt als positiv getestet und sie allein musste auch für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Das war nur vor 2 Jahren. Hat Herr Scholz das auch schon vergessen? Und ich möchte auch zwar über den Hafen, in der Hamburger Hafen, was sagen. Ich finde, dieser Anteil China übernehmen zu lassen, ist nicht klug. Und auf einer Seite konnte Herr Scholz vielleicht an alle diese Sachen nicht sehr gut im Kopf halten. Auf der anderen Seite, es geht natürlich um Handel mit China. Ich glaube, man sollte die Lehre aus den vergangenen 2 Jahren sehr gut behalten und immer im Kopf halten. Deshalb würde ich gerne Herr Scholz empfehlen, wenn er nächsten Monat unbedingt Xi Jinping in China besucht, Herr Scholz kann vielleicht ein Exemplar von meinem Roman Wuhan mitbringen und Xi Jinping schenken. Sie können vielleicht zusammen darüber sprechen, damit sie nicht vergessen werden. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ich habe das Signal bekommen, dass wir wirklich um 2 hier schon eigentlich abgebauterweise draußen sein müssen. Das sind noch 9 Minuten. Deshalb die Bitte, auch wenn es mir leid tut, eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Also vielen Dank zuerst mal. Ich habe 10 Jahre in China gearbeitet und ich bin einfach dankbar. Ich kann eigentlich alles bestätigen. Meine Frage ist die Rolle der Konfuzius-Institute hier in Deutschland. An den, ich weiß nicht wer. An den. 这个问题10多年以前就曾经有人就问过我，我觉得就是他们在理解孔子这个方面，我觉得是有极大的那个就是错误。首先，孔子据我的了解，他的53岁他就开始流亡，他就是和所有的当权者，那个时候他都谈不懂的。后来他是流亡了十几年，然后他就要求回到他的家乡，他已经老了。这个时候就是那个鲁国的国王就对他说，你回来可以，但是你不要谈政治，就给他提了这么一个要求，他答应了。
然后他就用了三年的时间然后来整理中国的历史。现在我们看到的大多数的历史就是孔子整理出来的。所以说这个孔子学院我觉得应该是改成孔子流亡学院才对。因为孔子他就是一个流亡者，他跟共产党完全不相干。这个在从这件事情说明，就是共产党是一个没有文化的党，但真是非常的遗憾。Dieselbe Frage bin ich schon vor über 10 Jahre früher schon gefragt. Meiner Meinung nach haben viele Leute im Westen über Konfuzius große Missverständnisse, sogar auch was das Konfuzius-Institut getrieben haben. So gut ich weiß, dass Konfuzius für 53 Jahre im Exil war. Und in diesem Exil hat er ständig Politiker getroffen und hat unterschiedliche Probleme getroffen. Nachdem er zurück zu ihrer Heimat gekehrt hat, hat Politiker ihn gebeten, dass er nicht weiter über Politik zu sprechen. Deshalb hat er angefangen, Geschichte zu schreiben. Deshalb, ich würde sagen, dass er praktisch ein Historiker sein sollte. Wenn das Konfuzius-Institut außerhalb China weiter gut mit Konfuzius verhandeln möchte, sollte sich der Name verändern, wie zum Beispiel Konfuzius-Exil-Institut. Weil Konfuzius hat mit der kommunistischen Partei gar nichts zu tun. Das kann man so bestätigen, dass kommunistische Partei mit Konfuzius sich sehr gut vermarkten möchten. Das zeigt schon, dass sie Konfuzius gar nicht verstehen, dass sie haben keine Kultur mit Konfuzius. Vielen Dank. Ich muss leider sozusagen die Diskussion an der Stelle doch beenden, weil wir Schluss machen müssen. Aber ich würde Sie gerne darauf hinweisen, am Ausgang gibt es auf den Büchertisch. Wir fragen gleich den Liao Yiwu noch, ob er dort mit hinkommt. Wenn Sie ein Buch erwerben wollen oder signieren lassen wollen, wird das ganz bestimmt gehen. Und unser Amnesty-Infotisch ist auch dort. Und wenn Sie da eine Petition unterzeichnen, sind wir sehr dankbar. Ich darf mich sehr, sehr, sehr herzlich bei allen hier auf dem Podium bedanken. Lotte Lauer, war super, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, Liao Yiwu, dass du heute da warst. Das war sehr beeindruckend. Dominik, du warst der Schwerstarbeiter hier auf dem Podium. Du hast die Sache geschmissen. Vielen Dank. Und Johanna, vielen Dank für dein Vorlesen und dass du mitgedacht hast, ergänzt hast. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag und bis bald hoffentlich.